taucht ab in fremde Welten, erforscht die Umwelt, hat Respekt, lernt die Regeln, die hier gelten, und sieht hin, damit sie's checkt. Hi Leute, heute schaue ich mir mal einen ganz besonderen Lebensraum an. Er liegt hoch oben auf einem Felsen, wurde vor etwa 800 Jahren von Menschen gebaut und es gibt viele Pflanzen und Tiere. Na, eine Idee, wovon ich spreche? Hier, von dieser Burg. Das ist die Marxburg. Und wie immer muss ich drei Aufgaben lösen, aber dafür muss ich erst mal da hochkommen. Für euch gibt es die ersten Infos, ich mache mich auf den Weg. Die Marxburg steht in Rheinland-Pfalz, hoch über dem Rhein, einem großen Fluss in Deutschland. Hier haben früher Ritter gewohnt, die Ausschau nach Feinden hielten. Die Marxburg gehört zu den wenigen Burgen, die nie zerstört wurden. Viele sind heute nur noch Ruinen. Aber egal, ob unbeschädigt oder verfallen. Diese Bauwerke bieten ganz besondere Lebensräume mit vielen Nischen und Versteckmöglichkeiten. Zum Beispiel in kühlen Kellern. Darin leben viele Insekten wie Asseln oder Spinnen. Mäuse haben hier ihr Zuhause gefunden. Genauso wie Steinmarder. Zu den typischen Burgbewohnern gehören auch Turmfalken. Sie lassen sich gerne in den Spalten und Nischen der Burgmauer nieder, um darin ihre Jungen aufzuziehen. Auch Mauersegler brüten hier. Die eleganten Vögel fliegen rund um die Gemäuer, immer auf der Jagd nach Insekten. Wenn es dämmert, schwärmen die Fledermäuse aus. Den Tag verbringen sie in kühlen Gewölben oder unter dem Dach. Ganz schön anstrengend. Eine erste Aufgabe. So, was steht an? Finde den Burgdrachen. Felix hilft dir dabei. Er wartet am Bergfried auf dich. Burgdrache. Aber was der Bergfried ist, das weiß ich. Um dahin zu kommen, muss ich ganz nach oben. Der Bergfried steht genau in der Mitte der Burg und ist das höchste Gebäude. Er ist das Wahrzeichen der Burg und diente früher als Wachturm. Aber auch Feinde wurden darin festgehalten. Hey Felix! Hi! Grüß dich. Hi. Na, alles gut? Soweit. Und bei dir? Bei mir auch. Aber Felix, ich habe eine Aufgabe bekommen. Ja. Ich soll den Burgdrachen finden. Ja. Und du kannst mir dabei helfen. Klar. Ja? Dann komm mal mit. Ja, cool. Felix ist Ökologe. Er streift gerne auf Burgen herum, weil er wissen möchte, welche Tiere dort leben. Und er hat hoffentlich eine Idee, wo ich den Burgdrachen finden kann. Also Leute, dass es Drachen nicht wirklich gibt, das weiß ich ja. Das waren ja Sagenwesen. Deswegen schaut mal. Geschichten über Drachen sind uralt und gefallen uns auch heute noch. Meist besiegten tapfere Ritter todesmutig einen bösen und hinterhältigen Drachen. Der Name kommt übrigens vom griechischen Wort Dragon, was große Schlange bedeutet. Ist mein Burgdrache vielleicht eine Schlange? Du Felix, muss ich hier jetzt eigentlich auch so ein bisschen auf Schlangen aufpassen? Nein, musst du nicht. Also in Rheinland-Pfalz gibt es keine giftigen Schlangen. Okay. Kreuzottern und Aspiswipern kommen hier nicht vor. Okay, eine Giftschlange ist schon mal nicht mein Burgdrache. Ist es denn eine andere Schlange? Oder ein ganz anderes Tier? Kannst du mir einen Tipp geben? Zu welcher Artengruppe gehören denn Schlangen? Schlangen gehören zu, naja, zu Reptilien, oder? Genau. Und was mögen die besonders gerne? Wärme. Richtig. Und wo ist es warm? Naja, ich würde jetzt sagen, vielleicht so außen an der Burgmauer. Genau, dann gehen wir da mal hin. Ah, na dann, ab zur Burgmauer. Oh, also Felix, hier knallt die Sonne ja voll hin an die Mauer. Hier müsste ich doch meinen Burgdrachen finden, oder? Ja, dann lass uns doch mal ein bisschen schauen. Okay. Boah, ich weiß jetzt gar nicht, nach was ich suche, aber mal sehen. Irgendein Reptil irgendwo hier an der warmen Mauer. Seht ihr?
Da war doch was. Ha! Ich glaub's nicht. Guck mal, da oben ist eine Eidechse. Das ist eine Mauereidechse. Das sind typische Burgbewohner. Die mögen's hell und warm. Das sind die Burgdrachen. Echt jetzt? Ich glaube, Felix hat mir aus Versehen schon die Lösung verraten. Leute, schau. Da! So aus der Nähe betrachtet, sieht die Mauereidechse tatsächlich wie ein Mini-Drache aus. Damit habe ich meinen Burgdrachen zwar gefunden, aber ob das mit dem Foto klappt? Die Mauereidechsen sind mega flink und ganz schön scheu. Die haben ganz kleine Krallen und da können die sich überall festkrallen und können senkrecht die Wand hochlaufen. Cool. Ja, dann fühlen die sich hier ja richtig wohl an den Felsen. Genau, weil sich die Felsen so richtig schön aufheizen. Mhm. Und das brauchen sie auch, weil sie wechselwarme Tiere sind, oder? Genau. Sie brauchen bestimmte Temperaturen, um überhaupt aktiv zu werden. Ja. Wenn es kalt ist, verfallen Mauereidechsen in eine Starre. Erst wenn sie von der Sonne aufgewärmt sind, können sie losflitzen. Und jetzt ist sie auch schon wieder weg. Felix, ich habe ja mal gehört, dass Eidechsen ihren Schwanz abwerfen können. Das stimmt. Und warum machen die das? Das machen die bei Gefahr. Wenn die gejagt werden und am Schwanz festgehalten werden, können die den Schwanz abwerfen. Und dann können die weglaufen? Genau. Und der Angreifer ist abgelenkt. Der Schwanz zuckt noch ein bisschen weiter und die Mauereidechse kann wegrennen. Können die Eidechsen denn auch ohne Schwanz gut weiterleben? Sie können ohne Schwanz weiterleben, aber der Schwanz bildet wichtige Fettreserven für den Winter, ist wichtig für die Beweglichkeit. Und deswegen, Leute, darf man Eidechsen auch nicht anfassen, weil die dann so erschrecken, dass sie ihren Schwanz abwerfen. Das ist nicht gut. So, jetzt noch das Foto. Und jetzt schön stillhalten. Das kann doch nicht sein, die sind so schnell. Mann! Erwischt! Damit habe ich meine erste Aufgabe gelöst. Mein Burgdrache ist eine Mauereidechse. Perfekt! Felix, Felix, ich hab's! Wow! Schau mal! Klasse! Gut, oder? Ja, das ging ja schnell. Ja. Oh, kommt gleich meine nächste Aufgabe. Braue einen Sud aus Heilpflanzen. Thomas hilft dir dabei. Er wartet dort, wo das Blut der Ritter ist. Weißt du, wo ich den Thomas finden kann? Am besten, du gehst da raus und dreimal links ums Eck. Okay. So groß ist die Burg ja nicht. Das kriege ich hin. Danke, Felix. Gerne. Ciao. Tschüss. Dreimal links um die Ecke. Klingt nach einem kurzen Weg. Ist er aber nicht. Ich laufe einmal durch die ganze Burg bis auf die andere Seite der Burgmauer. Dort wartet Thomas. Er ist Biologe und interessiert sich für Heilpflanzen, die auf Burgen wachsen. Thomas? Ja? Ha, ich hab dich gefunden. Ja. Grüß dich. Hallo. Ja, wenn du hier sitzt, dann kann das Blut der Ritter nicht weit sein. Habe ich recht? Da hast du recht. Das Blut der Ritter, das ist ganz nah neben uns. Das ist nämlich diese Pflanze, die hier an der Mauer wächst. Das ist eine Nelke, die so schön gefärbt ist, dass die Menschen früher geglaubt haben, dass diese Pflanze überall dort wächst, wo das Blut eines Ritters hingetropft ist. Und wo kann das besser sein als hier an den Mauern einer Burg? Ach so, deswegen heißt die so. Cool. Ist das denn auch eine Heilpflanze? Nein, das ist keine Heilpflanze, aber dafür gibt es hier an der Burg ganz viele andere Heilpflanzen. Wollen wir mal ein paar suchen gehen? Wir müssen gar nicht weit gehen. Eine ganz wichtige steht hier direkt neben mir. Oh, was ist das für eine Heilpflanze? Mir fällt gerade überhaupt keine ein, außer Kamille. Das wird keine sein. Das ist keine Kamille. Das ist das Johanniskraut. Das ist jetzt nicht mehr so gut erkennbar. Hier unten sieht man die Blüten noch. Ja. Das Johanniskraut ist eine ganz wichtige Heilpflanze, auch heute noch. Und war es schon zu Zeiten, als die Burg gebaut wurde, weil man mit dieser Pflanze Wunden behandeln kann. Ah, super. Können wir die denn jetzt sammeln? Wir könnten die sammeln, aber die sind so klein hier und direkt an der Burg. Da lassen wir sie doch lieber hier wachsen. Ja. Und es gibt andere Stellen, wo sie viel größer und viel schöner wachsen. Na, dann schauen wir doch mal. Wir sie dort. Sehr gut. Ja, hier haben wir die gleiche Pflanze, etwas größer und etwas prächtiger. So.
und hier ist ganz schön fest. Mit Abzupfen ist da nichts, da muss ich ja richtig reißen. Ja, deswegen heißt die auch Hartheu, weil die so fest ist. Und die ist auch im Heu so fest, deswegen wird sie von den Tieren im Heu gar nicht gerne gefressen. So, Thomas, dann habe ich schon mal ein Pflänzchen gefunden, aber wir finden doch hier bestimmt noch mehr. Ja, in der ganzen Burg steht diese Pflanze immer wieder mal entlang des Weges und wir sammeln noch ein paar und dann können wir uns einen Tee davon bereiten. Klingt nach einem Plan. Dann machen wir das. Super. Thomas hat nicht zu viel versprochen. Hier wächst überall Johanniskraut. Leute, schaut mal. Ich glaube, das reicht für einen ordentlichen Heilsud, oder? Was meint ihr? Früher gab es keine Apotheken. Deshalb haben die Burgbewohner hier Heilkräuter angebaut, um daraus Medizin zu machen. Auch aus giftigen Pflanzen, wie der Tollkirsche. Also niemals etwas essen oder kochen, das ihr nicht kennt. Es könnte giftig sein. Wo geht's jetzt hin? So, guck mal, Pia. Hier ist die Küche. Wow, Wahnsinn. Ja, das nenne ich mal eine Küche. Ja, die gibt was her, ne? Auf jeden Fall. Da werden wir jetzt gleich einen richtig guten Heilsud brauen können. Ja, und wir sind mit Sicherheit nicht die Ersten, die hier einen Heilsud brauen. Das stimmt. Wie machen wir es denn jetzt am besten? Einer macht Feuer, einer kümmert sich um die Pflanzen. Naja, ich würde sagen, ich kümmere mich ums Feuer. Das finde ich gut. Jeder, was er kann. Super. So, Streichhölzer bitte. Perfekt. Früher haben die Leute Kochtöpfe direkt aufs Feuer gestellt. Das machen wir jetzt genauso. Johanniskraut wird auch heute noch als Tee getrunken. Dieses Gebräu hilft zum Beispiel, um besser schlafen zu können. Hat man aus Johanniskraut eigentlich dann nur einen Sud gemacht oder konnte man das auch irgendwie anders verarbeiten? Nein, man musste es sogar auch anders verarbeiten, den Sud, so wie wir das heute machen. Dazu braucht man die frischen Pflanzen, das kann man nur im Frühjahr oder im Sommer machen. Deswegen hat man die Pflanzen gesammelt, man hat sie getrocknet, so wie man das hier oben sieht. Ja. Und aus den getrockneten Pflanzen konnte man dann beispielsweise auch Salben rühren. Oder man hat sie in kleine Teigküchlein eingebacken. Oder man hat sie in Öl eingelegt und dann kommt da ein rotes Öl raus. Wow, schöne Farbe. Das wird auch als Rotöl heute noch verwendet in der Heilkunde. Und mit diesem Heilöl kann man dann auch das ganze Jahr über Wunden behandeln beispielsweise. Sobald das Wasser richtig heiß ist, kommt das Johanniskraut rein. Das lassen wir einmal aufkochen. Ich würde meinen Heiltrank ja gerne probieren, aber da ich nicht krank bin und ein Heiltrank wie Medizin wirkt, lasse ich das lieber. Meine zweite Aufgabe habe ich gelöst. Mein Heilsud sieht super aus. Rein damit. Oh, jetzt klingelt mein Handy, ich krieg meine neue Aufgabe. Ja, dann ganz schnell rangehen. Schnell rein damit. Okay, perfekt. Super. Oh, jetzt bin ich aber gespannt, was ansteht. So, warte auf die Dämmerung. Wenn du ganz leise bist, siehst du das Tier mit den schiefen Ohren. Felix hilft dir beim Suchen. Hm. Okay. Den Felix kenne ich, aber das Tier mit den schiefen Ohren nicht. Dann mache ich mich mal auf die Suche nach Felix. Wirst du bestimmt rausfinden. Ich wünsche dir viel Glück. Dankeschön. Und danke dir, Thomas. Ja, gerne. Ciao. Ciao. Bis es dämmert, dauert es noch. Ich schaue mir in der Zwischenzeit mal die Burg an. Durch diese Tür geht es in den Innenbereich. Hey, Stefan. Hallo, Pia. Boah, das ist ja ein Monsterschlüssel. Ja, ist der Burgschlüssel. Das ist der Burgschlüssel. Genau. Ohne den kommt man hier nicht rein und raus. Sag mal, wenn ich dich gerade schon erwische, hättest du Zeit für eine kleine Burgführung? Natürlich. Ja? Gerne. Inka kommt auch mit? Inka kommt auch mit. Sehr schön. Stefan ist hier der Burgvogt. Wir würden heute sagen, Stefan ist der Verwalter und kümmert sich um alles. Sag mal, haben hier auch wirklich mal Ritter gelebt? Ja, hier in dem Gebäude. Echt? Ja. Soll ich dir mal zeigen, wie die ausgestattet waren, wie die aussahen? Ja, gerne. Ja? Komm mal mit, zeige ich dir. So. Wow. Da sind unsere Ritter. Ja? Wow. Das schaut so toll aus, Stefan. Diese Rüstungen sind ja Wahnsinn. Ja, ne? Aber was ich mich immer frage, die sehen ja auch super massiv und schwer aus. Wie viel wiegt denn sowas? Willst du mal ausprobieren? Klar. Dann komm mal mit, guck mal. Wir haben ja einen Helm. Oh,
Zieh den doch mal auf. Okay, dann mache ich mal meinen Helm runter. Da bin ich gespannt, ob der passt. Du zum Ritter wirst. Wow. Oh, oh Gott. Krass. Leute, ich sehe überhaupt nichts. Und so richtig gut Luft bekommt man auch nicht, um ehrlich zu sein. Und hörst du was? Naja, schlecht. Der Helm wiegt locker 2 Kilo und die ganze Rüstung wäre 10-mal so schwer. Oh. Und damit musst du jetzt kämpfen. Ich sehe ja nicht mal, wohin ich kämpfen muss. Also, das wiegt ja auch wahnsinnig viel. Nee. Leute, ich sag's euch, wie es ist. Ich glaube, aus mir wäre keine gute Ritterin geworden. Jetzt zeigt mir Stefan, wo sich die Ritter getroffen haben. Das hier ist unser Rittersaal. Hier haben die Ritter gelebt. Ne? Hier an den Fensterbänken, wo Licht war, haben die gesessen, gelesen, Handarbeiten gemacht, gearbeitet. Ja. Hier an dem Tisch haben die gefeiert, ne? Gegessen. Ne? Ja. Und wie die Ritter waren, hatten die auch gleich ihr Klo hier. Direkt dahinter? Direkt dahinter. Darf ich mal reinschauen? Klar, guck mal rein. Das muss ich mir mal näher anschauen. So. Das nenne ich mal Plumpsklo. Aber Stefan? Ja? Warum kann man denn das nur von außen zusperren und nicht von innen? Naja, weil wenn die Ritter hier Gäste hatten und aufs Klo mussten, wollten die weiter an der Unterhaltung teilhaben. Deswegen mussten die nicht abschließen. Die Tür wird von innen verschlossen, weil über das Klo können die Feinde reinkommen. Und so sperrt man die Feinde aus. Ah, das macht total Sinn. Soll ich dir jetzt mal die Kemenate zeigen? Was auch immer die Kemenate ist, ich will sie sehen. Wunderbar, dann komm mal mit. Die Tür ist ziemlich niedrig. Klar, früher waren die Menschen auch kleiner. Die Kemenate war das Schlafzimmer, der einzige Raum, der einen Kamin hatte und beheizt wurde. Stellt euch vor, Stefan sagt, dass ich heute Nacht hier schlafen darf. Das wäre optimal, dann kann ich hier auch entspannt auf die Dämmerung warten. Das kannst du machen. Cool, Stefan, das Angebot nehme ich an. Wunderbar, dann wünsche ich dir viel Spaß in der Kemenate. Vielen Dank auch für die tolle Burgführung. Schlaf gut. Tschüss. Danke. Ciao. Jetzt dauert es nicht mehr lange, bis es dämmert. Hoffentlich kann ich meine letzte Aufgabe auch noch lösen. Tier mit den schiefen Ohren, zu mir bitte. Hey, Felix. Hallo, Pia. Ich sag's dir, wie es ist. Ich habe meine nächste Aufgabe bekommen. Ich habe keine Ahnung, wonach ich suchen muss. Es ist ein Tier mit schiefen Ohren, das weiß ich. Und du hast überhaupt keine Idee? Mm-mm. Dann komm mal mit. Na gut. So, was denkst du denn, was für ein Tier wir jetzt noch suchen? Boah, Felix, ich sag's, ich habe keine Ahnung, wirklich nicht. Dann schau doch mal da nach oben, an die Mauer. Vielleicht entdeckst du ja was. Oben an der Mauer, also irgendwas, was fliegt? Genau. Aha. Fledermäuse vielleicht? Ein bisschen größer. Bisschen größer. Welche Tiere kennst du denn noch, die fliegen und nachtaktiv sind? Naja, Eulen. Richtig. Ja? Ja. Hier gibt's Eulen. Hier gibt's Eulen. Boah. Hast du den Schrei gehört? Ja. Das war eine Eule, das war eine ganz besondere Eule. Das war eine Schleiereule. Wie cool. Boah, okay, dann werde ich mir jetzt wohl die ganze Nacht Zeit nehmen und auf die Schleiereule warten. Falls du heute Nacht keine siehst, morgen früh siehst du ganz bestimmt eine. Ja? Das verspreche ich dir. Okay, Felix, ich nehme dich beim Wort. Du musst nicht mit mir warten. Okay, dann viel Glück, viel Erfolg. Danke. Schönen Abend. Ciao. Ciao. So. Die Schleiereule also. Komm schon, Eule. Vielleicht fliegt sie ja schon ein bisschen rum. Also ich glaube, wenn die eh hier rumfliegt, dann könnte ich doch auch von meinem Zimmerchen ausschauen, oder? Was meint ihr?
Ist auf jeden Fall angenehmer, als hier die ganze Zeit so nach oben gucken. Ich glaube, das mache ich jetzt. Am nächsten Morgen. Oh. Oh, oh nein. Oh, ich bin eingeschlafen. Und ich habe gar nichts mehr gesehen. Oh Mann, jetzt ist schon morgen, aber hoffentlich hält der Felix Wort und ich finde jetzt gleich mein Tier. Oh, Schuhe anziehen und los geht's. Das ist eine Schleiereule. Wo kommt die denn her? Hi, Pia. Hallo, ist das deine Eule? Das ist meine Eule. Das ist die Jane und ich bin der Detlef. Magst du die denn mal auf die Faust nehmen? Na klar. Dann gebe ich dir jetzt mal einen Handschuh. Den brauchen wir wegen den spitzen Krallen von der Eule. Okay. Und dann gebe ich dir die Jane mal auf die Faust. Oh. Detlef ist Falkner. Da Jane eine zahme Eule ist, darf ich sie mir mal aus der Nähe anschauen. Machen wir ganz vorsichtig. So, ich mache die dir mal am Handschuh fest. Ja. Wow, Detlef. Wie cool ist das denn, Leute? Ich habe eine Schleiereule auf meiner Faust. Hoho. Die sieht ja toll aus. Der Felix hat sein Wort gehalten. Hier ist sie, meine Schleiereule. Sag mal, Detlef, warum fühlen sich Eulen denn auf Burgen so wohl? Ja, wenn du dich hier umschaust, Pia, die haben also ganz viele Nistmöglichkeiten, weil Eulen sind ja Höhlenbrüter und haben natürlich rund um die Burg durch die ganzen Wiesen genug Nahrung, weil Schleiereulen ernähren sich ja fast zu 90% von Mäusen. Ach was. Ja. Ja. Detlef, ich muss ja das Tier mit den schiefen Ohren finden. Das ist die Schleiereule. Aber wo sind die schiefen Ohren? Sehe ich die jetzt? Die siehst du nicht, weil die sind hinter den Federn versteckelt. Die sind hier genau am Übergang von dem Gesichtsschleier. Gesichtsschleier werden die Federn im Gesicht genannt. Der sogenannte Schleier verdeckt die Ohren, die versetzt sind. Eins ist etwas höher als das andere. Deshalb hat Jane schiefe Ohren. Den Gesichtsschleier haben Eulen deshalb. Es ist wie so eine Satellitenschüssel. Da sammeln die Eulen den Schall, das wird dort verstärkt und kommen dann zu den Öhrchen, wie gesagt, die hier an der Seite sind. Jane hört, genau wie wir, Geräusche, weil die per Schall verbreitet werden. Ihr müsst euch das so vorstellen, dass sich der Schall als unsichtbare Wellen durch die Luft ausbreitet. Im Gesicht sammelt sich der Schall, wird dadurch verstärkt und an die Ohren geleitet. Einfach ein wunderschönes Tierchen. Und Leute, ich würde sagen, ich habe meine Aufgabe bestanden. Die Ohren konnte ich zwar nicht sehen, aber hey, ich habe eine Schleiereule auf der Faust. Und, was darf nicht fehlen? Mein Foto. Ich glaube, heute wird's ein Selfie. Die Aufgaben waren ganz schön knifflig, aber ich habe alle gelöst. Also Leute, ich will natürlich auch noch sehen, wie die Jane fliegt und das probieren wir jetzt mal aus. Okay, Jane. Na komm. Leute, das war ein richtig toller Tag auf der Burg, oder? Ich muss sagen, früher fand ich Burgen hauptsächlich cool, weil hier Ritter gelebt haben. Aber jetzt, wo ich weiß, was für Tiere und Pflanzen hier zu Hause sind, finde ich es fast noch ein bisschen toller. Also ich werde hier noch ein bisschen mit Jane abhängen und sage ciao, freue mich schon auf unsere nächsten Abenteuer in der wilden Natur. Sie taucht ab in fremde Welten, erforscht die Umwelt, hat Respekt. Lernt die Regeln, die hier gelten.